Herzlich willkommen zurück hier im Auditorium und ich freue mich natürlich auf den nächsten Panel ETF und Sparpläne. Nochmal Hinweis, wie gesagt, Slido funktioniert leider nicht. Wir haben technische Probleme, Sie können keine Fragen direkt dort einspeisen, aber wir wollen jetzt trotzdem eine kleine Umfrage machen. Aber wenn Sie Fragen haben, dann wie gesagt, können Sie eine Frage schicken an events@six-group.com. Wir werden dann diese Frage in Slido einspeisen und dann aufschalten, damit sie dann für alle sichtbar ist. Und der Moderator übernimmt dann diese Frage, um sie dann entsprechend zu beantworten. Oder klassisch, wie es hat vorher auch funktioniert, Sie nehmen Ihre Hand hoch und verlangen das Mikrofon, da können Sie auch so Ihre Frage stellen. Also wie es auch schon früher immer gut geklappt hat. Ja. Gut, wollen wir jetzt die Frage aufwerfen? Genau, und auch bitte ganz altmodisch Hand hochhalten. Also ganz einfach, haben Sie für sich oder Ihre Göttingin einen ETF-Sparplan? Und wir müssen da keine vierteilige Unterteilung machen, sondern es reicht, wenn Sie sagen, ja, ich habe das, dann aufhalten. Sehr gut. Oder nein, habe ich nicht. Oder? Genau. Okay. Das gibt jetzt dem Panels schon einen guten Eindruck, wie da das Publikum durchmischt ist. Bei Ihnen zu Hause sehe ich natürlich nicht, ob Sie die Hand hoch oder nicht hochgehalten haben. Aber ich nehme an, Sie haben auch für sich aktiv mitgemacht. Also somit bitte ich Serge Nussbaumer als Moderator des Panels Platz zu nehmen und seinen Panel einzuladen. Bitte, Serge. Vielen Dank, André, für die Einleitung. Vielen Dank Ihnen für das Votum. So wie ich richtig gezählt habe, ungefähr drei Viertel, da haben wir noch großes Potenzial. Und da gleich zu meinem gesamten Panel, also da gibt es einiges zu tun, einiges an Sales dann in der Mittagspause. Und wir hoffen, dass wir Sie in den nächsten 45 Minuten diesbezüglich überzeugen können, sodass nachher quasi nur noch die Formulare unterzeichnet werden müssen. Und nun komme ich zu meinem Panel. Es ist mir eine große Freude, ein hochkarätiges Panel, dieses zu begrüßen. Und als erstes bitte ich auf die Bühne Marc Vallon. Er ist Deputy Head iShares Switzerland bei BlackRock. Bitte kurz einen Applaus. Er macht sich gleich bemerkbar, das ist sehr gut, das gibt also eine gute Diskussion. Dann als nächsten Ramon Vogt, er ist Senior Sales Executive bei Vanguard. So, jetzt haben wir zwei Vertreter eher der Sales Side. Wir kommen dann bei Ramon noch dazu, da ist also ein bisschen eine Mischung. Und jetzt haben wir Vertreter der sogenannten Buy-Side und da begrüße ich ganz herzlich mit großer Freude Felix Niederer, CEO und Mitgründer von True Wealth. So, drehe mich da ein bisschen dazu euch. Also, so als einleitende Frage, wir kommen dann nachher vertiefter zum Thema. Marc, gleich mal an dich, so zwei Fragen so zum Einstieg. Ihr seid ja weltweit die Nummer eins, so gemessen an den Assets under Management. Was tut ihr, um diese Spitzenposition zu verteidigen oder weiter zu verteidigen? Vielen Dank für die Frage. Ramon und ich hatten lustigerweise genau vorher in der Kaffeepause auch dieses Gespräch. Ich glaube, im Endeffekt vergleichen wir und ich persönlich insbesondere eigentlich die Ausgangslage sehr vergleichbar mit der Konstellation, die wir jahrelang jetzt im Tennis gesehen haben. Wir haben Roger Federer, Rafael Nadal und Djokovic, die sich eigentlich hier stets übertrumpft haben. Insofern ist für uns die Frage nach der Nummer 1 zu bleiben natürlich ein Ansporn, aber nicht per se die Grundmotivation, sondern im Endeffekt geht es darum, als treuhänderische Pflicht, die wir wahrnehmen, hier eigentlich die Plattform insgesamt so breit aufstellen zu können, dass Investoren bei uns die Exposure finden, die sie letztendlich auch suchen. Insofern haben wir über die letzten Jahre und auch going forward versuchen wir vermehrt auch verschiedene Trends, aber auch, ich würde sagen, nachhaltige Entwicklungen, nicht nur Punkte Sustainability, dass wir hier eigentlich die Plattform sukzessive erweitern und weiterentwickeln.
Also du hast jetzt ja die Analogie zum Tennis gebracht, dann erlaube mir diesen Seitenhieb. Roger Federer ist ja zurückgetreten, das heißt also, ihr tretet dann irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Jahren aus dem ETF-Geschäft zurück. Gut, lassen wir so stehen. Aber euer Fonds, der S&P 500, ist ja gemessen an den AOMs der größte in der Schweiz. Hätte ich jetzt so, oder habe ich so im Kopf meines Wissens. Aber gibt es Unterschiede jetzt zum Schweizer ETF-Markt, den ihr da seht, zum Rest der Welt? Also wo investiert wird? Stellt ihr da Unterschiede fest? Absolut. Ich glaube, wenn wir hier vielleicht mal den Kontext geben, wie sich das ETF-Geschäft heute global aufstellt, dann sehen wir rund 9,8 Trillionen, also 9.800 Milliarden US-Dollar, die in ETFs und Exchange-Traded Products investiert sind. Wenn wir nur mal veranschaulichen, wo die Flows im ersten Quartal hergekommen sind, dann sehen wir ein Drittel, das ging in US Treasuries, verschiedenste Laufzeiten. Insgesamt sind rund 60% der Flows im ersten Quartal dieses Jahres in Fixed-Income-Produkte gegangen. Wenn man jetzt hier vergleicht, wie das in der Schweiz aussieht, dann ist natürlich auch die Fremdwährungsexposure ein gewisses Hindernis. Andererseits, wenn wir auch den Schweizer Obligationenmarkt anschauen, ist dieser natürlich vergleichsweise deutlich überschaubarer und die Renditeniveaus haben bei weitem nicht dasselbe Level erreicht, wie wir jetzt das auf US-Staatsanleihen sehen. Insofern kann man sicherlich sagen, dass in der Schweiz, aber auch in Europa im ersten Quartal eigentlich der Trend zugunsten von Aktien-ETFs deutlich stärker war. Europa wurde stark nachgefragt, aber auch Schwellenländer wie Aktien global und nochmals in den USA als das große, eigentlich der große Referenzpunkt, sind wir hier eigentlich mehr eine Fixed Income gewichtete Mehrheit. Okay, vielen Dank. Dann bei euch, Ramon. Marc hat es vorhin gesagt, so Trends ist bei Ihnen so das Thema, bei euch ja Trend eher nicht so das Thema, aber dennoch, ihr gehört zu den ersten Anbietern von ETFs. Wo steht ihr so aktuell im Markt? Was beschäftigt euch? Also es ist immer spannend, dass wir als Erste im ETF-Markt referenziert werden. Eine der Ersten. Wenn man das ganz ehrlich anschaut, stimmt das nämlich nicht. Wir sind einfach die Vorreiter auf der Indexfondsseite, waren aber eigentlich relativ spät im ETF-Geschäft. Sowohl in den USA, aber auch in Europa. Haben wahrscheinlich relativ gut aufgeholt, darum glauben viele, dass Vanguard auch die ETFs miterfunden hat oder mitgetrieben hat. Wo wir aber die Trends ganz klar sehen, ist, Vanguard steht eigentlich für das, dass wir versuchen, das Investitionsuniversum für den Endkunden zu vereinfachen und gute Anlagemöglichkeiten zu bieten, dort, wo wir im Markt drin sind. Und wir haben wenig Produkte und die sind dann einfach einfach und breit diversifiziert. Und das ist aber etwas, wo auch unabhängig von Vanguard, ob wir dabei sind oder nicht, das sieht man schon im 2022, aber auch im 2023 klar als Trend. Waren schwierige, sind immer noch schwierige Marktverhältnisse. Einfachheit wird gesucht, Komplexität wird reduziert. Und das stimme ich schon zu mit den Trends, dann was gekauft wird. Aber wenn man die Bausteine anschaut, merkt man, man versucht möglichst viel Unsicherheit rauszunehmen und darum dann einfach breit und einfach. Sehr gut. Im 2022, also im letzten Jahr, seid ihr ja in Deutschland mit einem Robo-Advisor gestartet. Ihr bietet auch ETF-Sparpläne ab 25 Euro an, so ein bisschen basierend dann zu unserem Thema, was wir dann später noch dazu kommen. Wann kommt es in die Schweiz? Das ist eine spannende Frage. Die konkrete Antwort habe ich noch nicht. Vielleicht einfach, wie schaut also Vanguard? Das Potenzial wäre ja da, haben wir ja gesehen. Das habe ich gesehen, 3/4 hätten da noch sicherlich Interesse. Vielleicht, wie schaut Vanguard diese Direktgeschäfte an? Wir bieten in gewissen Ländern Lösungen an, aber nicht Cross-Border. Und wenn man dann das Muster identifiziert, merkt man, wir gehen in Märkte mit großer Population, wo man sehr viele Endkunden adressieren kann. Wir haben das in den USA gestartet, sind dann nach England und haben jetzt, wie Sie gesagt haben, letztes Jahr in England das noch lanciert. Dass wir in der Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern das direkt auch anbieten werden, ist wahrscheinlich nicht heute und morgen zum Thema.
Was wir uns natürlich schon überlegen ist, kann man diese Logik replizieren von einem Direktgeschäft, aber mit Partnerschaften. Und das ist etwas, was wir natürlich sehr interessiert sind, auch im Schweizer Markt. Wie können wir das Ökosystem in der Schweiz verbessern, damit Kunden einfacher an ETF-Sparpläne kommen? Und ich glaube, da spreche ich für viele ETF-Anbieter. Partnerschaften ist ein Thema, wo alle interessiert sind, auch Vanguard. Dann kommen wir doch gleich zu einem potenziellen Partner, Felix. Super spannend. Als ihr gestartet seid, war die ETF-Quote ungefähr etwa bei 7%, wenn mich nicht alles täuscht. Heute sind wir bei 20%. Wie groß war euer Anteil mit Truewealth? Ich hoffe schon, dass wir da vielleicht auch das ein und das andere Prozent von diesem Wachstum haben mit beitragen können. Ich glaube, wir alle haben eigentlich das gleiche Interesse, und zwar, dass dem breiten Publikum klarer wird, was die Vorteile von Investieren ganz allgemein sind. Im Gegensatz zum einfach das Geld auf dem Bankkonto zu lassen, auch jetzt im Hinblick mit den Bankenkrisen, die immer wieder kommen. Und wenn wir mit guten digitalen Lösungen hier einfach auch allen helfen können, am Markt investiert zu sein und mit möglichst transparenten, einfachen Produkten, auf die sind wir natürlich auch angewiesen, dann ist das für alle Beteiligten eine gute Sache. Und warum soll ich jetzt mein Geld bei euch anlegen? Ich meine, es gibt ja gewisse Studien, eine von Vanguard, die ich da gefunden habe, also Vanguard aus den USA, muss man fairerweise sagen, die ist vom letzten Jahr. Und die besagt, dass 90% ja mal grundsätzlich einen Wechsel ausschließen und 88 der Robo-Advisor-Kunden wünschen sich auch eine menschliche Beratung, also eine physische Person. Aber wieso soll ich jetzt zu euch kommen? Was entgegnest du da? Also erstmal, wieso soll ich investieren? Weil wenn ich nicht investiere, dann schrumpft einfach die Kaufkraft meines Vermögens. Die Zinsen sind kleiner als die Inflation. Da kommen noch die Kosten dazu. Also das ist schon ein Argument. Also wo auch immer man investiert, sollte man halt auf die Kosten schauen. Man kann jetzt nicht damit rechnen, dass ich 50% Rendite über den Zyklus erwirtschafte. Das muss irgendwo realistisch sein. Da sollten die Kosten nicht alles auffressen. Wir sind natürlich gestartet mit einem rein digitalen Produkt. Wir haben vorher in der Pause darüber gesprochen. Da gab es natürlich schon Player. Viele Player sind relativ spät dann auf den digitalen Zug aufgesprungen. Ihr nicht in den USA. Ihr habt gesagt, ja, man kann das eigentlich das Bestehende digitalisieren. Bei uns war die Situation anders. Wir sind schon von Anbeginn, haben gesagt, nein, das soll ein digitales Produkt sein. Das bedeutet für uns einfach, unser Anspruch ist, dass die Webseite, die App, eigentlich alle Bedürfnisse, alle Fragen klärt. Trotzdem haben wir einen Kundendienst und trotzdem haben wir noch nie einen Kunden gesagt, der vorbeikommen will, unsere Gesichter sehen will und schauen will, ob es uns wirklich gibt, haben wir noch nie Nein gesagt. Das passiert einfach selten. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal passiert ist, aber es passiert so alle 3 Monate und wir haben jeden Tag viele Onboardings. Und das spricht eigentlich für die Qualität. Aber vielleicht sprechen wir auch ein Publikum an, und es gibt sicher auch Menschen, die wollen den hybriden Ansatz. Aber es ist klar, dass es ein genügend großes Publikum gibt für die digitale Lösung. Mhm. Aber die muss gut sein, weil wenn die digitale Lösung schlecht ist, dann ist der Fallback ist dann der Kundendienst. Ja, und der kostet halt auch Geld. Und wenn das dann nicht stimmt, dann ist der Kunde und die Kundin nicht glücklich. Das kennen wir ja aus anderen Beispielen, Anwesende immer ausgeschlossen, selbstverständlich, eben dass dann der Kundendienst quasi der Bottleneck dann ist über quasi die Entscheidungsfindung. Finde ich die Dienstleistung gut oder finde ich die schlecht? André Buck hat es gesagt, Slido funktioniert ja leider nicht. Wir machen dann so gegen Ende, machen wir eine Fragerunde, also behalten Sie sich die Frage wirklich auf und melden Sie sich dann. Ich möchte jetzt mal noch schnell ganz kurz, bevor wir dann zu den Sparplänen dann kommen, auf das Gesamtbild des ETF-Markts noch schnell zurückkommen. Und jetzt gerade bei dir, welche Prioritäten stehen jetzt aktuell im Fokus, so für die nächsten kommenden Wochen, Monate? Bei Vanguard, was steht da an? Also wir haben nicht Wochenthemen bei uns. Bei uns wird wirklich auf die Jahre hinausgeschaut. Also
Wir versuchen da auch nicht irgendwie den letzten Trend der Woche irgendwie zu verfolgen. Für uns ist es wirklich wichtig, langfristig der Partner zu sein, um Stabilität in die Portfolios zu bringen. Und darum, wir sind natürlich sehr etabliert in der Zusammenarbeit mit den Schweizer Banken. Die Schweizer Banken sind immer noch ein wichtiger Bestandteil für das Angebot für unsere Endkunden hier. Was wir natürlich auch anschauen und sehr stark bearbeiten, sind die unabhängigen Vermögensverwalter. Das ist ein Thema, das momentan sehr akzentuiert ist. Die unabhängigen Vermögensverwalter haben sehr viel regulatorischen Aufwand aktuell. Und da sieht man, da ist der Bedarf nach einfachen Lösungen, teilweise auch Unterstützung, wie baue ich ein Portfolio. Die kaufen dann vielleicht nicht den gesamten ETF-Sparplan, aber ein Wort, das oft da fällt, sind Modelportfolios, damit man sie dort unterstützen kann. Und dann, wie eben schon erwähnt, Partnerschaften ist etwas, was wir sehr stark im Hintergrund arbeiten, noch nicht kommunikationsfähig, aber ich hoffe, ihr hört da mal noch. Bei euch, Marc, bei BlackRock, gleiche Kerbe oder leicht anders? Sicherlich sehr viele Überlappungen, das ganz klar. Insbesondere, wenn ich jetzt mal am ersten Punkt den Vertrieb anschaue, dann ist klar, oder die Schweizer Bankenlandschaft ist und bleibt wichtig, trotz der Turbulenzen der letzten Monate. Davon abgesehen eben auch der Vermögensverwaltermarkt, der sich mit der Feedlag-Angelegenheit jetzt auch weiter professionalisiert. Ich glaube, dort, wo wir vielleicht mittlerweile auch Schweiz grenzübergreifend sicherlich ganz klar Akzente setzen wollen, ist eben nicht nur der Vermögensverwaltermarkt in der Schweiz, sondern punktuell auch in den Märkten wie Italien, Deutschland, Großbritannien, wo natürlich auch hier eine langjährige Tradition von Private Banking Expertise im unabhängigen Setup dasteht. Und darüber hinaus, und das ist eigentlich unser Wachstumspfad, ist alles, was im Kontext von digitalem Investieren zu tun hat. Das heißt, ob man es jetzt Robo-Advisory nennt, diskretionär digital oder Execution-Only, das ist insofern, wo wir das größte Wachstum gesehen haben. Über die letzten 5 Jahre sind wir hier annualisiert um 20% gewachsen. Es geht mehr oder weniger Hand in Hand mit der Industrie. Das ist eigentlich im Investmentbereich ist das eigentlich das schnellst wachsende Segment. Und für uns projizieren wir eigentlich hier, dass auch punkto, ich sag mal, wie sieht der durchschnittliche ETF-Investor heute aus? Gut 2/3 davon in Europa, insbesondere in Westeuropa, sind über 35 Jahre alt. Über die nächsten 5 Jahre gehen wir aber nach unseren Schätzungen davon aus, dass mindestens die Hälfte zwischen 18 und 35 Jahre alt sein wird. Das heißt, wir sehen hier auch eine Verschiebung, eine Verjüngerung der quasi ETF-Investorenlandschaft. Und insofern werden auch hier die Bedürfnisse anders sein und die Schwerpunkte auch anders liegen. Und dafür legen wir jetzt auch mehr Wert drauf, eben to go more retail, ohne aber selber eine Direct-Investment-Plattform aufzuziehen. Sehr guter Punkt, eigentlich perfekte Überleitung, also behaltet den Gedanken noch ganz kurz, komme gleich darauf zurück, möchte dich schnell, Felix, mit ins Boot nehmen. Wir haben jetzt quasi die Vertriebsschiene gehört. Wie nimmst du das wahr, wie da die Prioritäten gesetzt werden? Geht es in die richtige Richtung, jetzt aus deiner Optik, aus der Optik von True Wealth, oder müsste da Veränderungen kommen? Es liegt ja nicht nur an den ETF-Providern selber. Ich meine, das Wichtigste, der größte Treiber ist auch ein bisschen die Regulierung, die ja nicht weniger wird. Ich muss sagen, wir sind eigentlich schon happy mit den Produktanbietern. Also es gibt genügend, das war aber schon vor 10 Jahren so, es gibt eigentlich genügend gute, kosteneffiziente Anlageprodukte, um den ganzen liquiden Markt abzudecken. Da hier und da, einfach aus Schweizer Sicht noch, vielleicht währungsgesicherte Instrumente, die kosteneffizient sind. Dann im Vorsorgebereich vielleicht noch, gibt es Steueraspekte, die man noch optimieren kann. Aber sonst, ich finde, die Abdeckung ist gut. Okay, sehr gut. Also hört sich ja gut an für euch, macht ja den Job richtig. Aber du hast das jetzt ja gesagt, Marc, und du beziehst dich ja da auch auf euren Report, den ihr da zur Anlegerentwicklung ja veröffentlicht habt, dass eben die Millennials, wie du auch schon gesagt hast, die treibende Kraft sein werden. Das heißt also,
verändern sich dadurch jetzt die Vertriebs- und Verkaufskanäle jetzt bei euch oder bleibt alles same, same? Ich würde nicht sagen, es verändert sich, sondern es entwickelt sich weiter, also wirklich eine Erweiterung. Heute kann man sagen, dass das Digital Investment Segment oder Digital Wealth Segment für uns in Europa rund 10% unserer gesamten Assets, also nicht nur ETFs, sondern auch das ganze aktive Fondsgeschäft mit einbezogen, 10% der Assets sitzen und werden de facto über digitale Kanäle gekauft. Und ich glaube, was noch beeindruckender ist, ist, dass im Moment haben wir rund 25% unserer ETF-Flows kommen aus digitalen Kanälen. Insofern sind wir hier jetzt auch europaweit eigentlich so aufgestellt, dass wir eine Spezialisierung haben in jedem Land. Ich darf dies für die Schweiz und Liechtenstein wahrnehmen und bin da eigentlich eingebettet in einem europaweiten Team. Ich komme gleich zu dir, behalt schnell den Gedanken. Aber du, Ramon, hast ja gesagt, ja, 8 Millionen Schweiz, ETF-Sparplan, ja, vermutlich nicht so schnell. Jetzt hören wir ja eben, dass es doch schneller geht und digitaler alles wird. Überdenkt ihr jetzt eure Vertriebsstrategie? Die Frage ist nur, welche Rolle das wir in diesem Vertrieb wahrnehmen. Oder? Also muss ich einfach vorstellen, wenn man digital bloß ein Callcenter, dann wird man relativ groß. Also wenn man Zahlen anschauen will, ein Vertriebsteam kann irgendwie 5 bis 10 Leute in einem Land haben. Wenn man ein Callcenter, einen Direktvertrieb hat, hat man schnell 100 Leute. Und darum, Vanguard muss sich sehr wohl überlegen, in welche Länder das wir reingehen. Wir sind eine Genossenschaft, wollen also den Mehrwert dem Kunden wieder zurückgeben, sind dem auch verpflichtet. Und darum schauen wir natürlich sehr genau auf hybride Lösungen. Wir sehen schon, wenn wir den Schweizer Markt anschauen, es gibt sehr viel Potenzial. Eine Zahl vielleicht auf den 3A-Markt ist etwa 135 Milliarden groß, was gespart wird. 100 Milliarden sind noch nicht investiert. Die Apps sind gut, die kommen, es bewegt sich langsam, aber da ist sicherlich noch was zu machen. Man merkt auch, da öffnet sich langsam etwas in die Richtung von freiem Sparen. Das sind sicherlich Sachen, wo wir uns genau anschauen, können wir das irgendwie unterstützen oder müssen wir das selbst von Null machen. Und darum, ja, wir sind nahe dabei und glauben an die Schweiz als Kernmarkt und sind da auch committed. Heißt aber nicht, dass wir in jedem Fall ein Callcenter haben müssen für die Endkunden. Also spricht alles für euch, Felix, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, ich glaube, also Säule 3 ist ein wichtiges Thema. Weshalb ist das wichtig? Einfach weil jetzt Leute, die auch nicht so finanzaffin sind, die vielleicht gar nicht wissen, was ein ETF ist oder was Trading bedeutet, die kennen den Begriff 3A. Und die wissen, also ich würde sagen, ab 18 wissen die meisten Leute in der Schweiz, kennen den Begriff Säule 3A und sie wissen, dass das eine gute Sache ist, dass man es eigentlich tun soll. Ob sie es dann machen, ist wieder eine andere Frage. Und dass sie dann den Schritt vielleicht von einer Cash-Lösung in ein wertschriftenbasiertes 3A-Sparen machen, das ist noch eine andere Frage. Das hat ja am Schluss dann auch mit zutiefst menschlichen Fragen zu tun. Wie geht man mit Risiko um? Wie risikoavers ist man? Wie stark will man sich mit dem Thema befassen? Da müssen wir alle noch daran arbeiten. Aber ich finde das Thema sehr spannend. Also wir sind relativ später auch mit einer 3A-App gekommen, also letzten Herbst. Einfach weil es regulatorisch eine komplett andere Sache ist. Also das eine ist FINMA, das ist FIDLEG und das andere ist BVV2 und andere Regulierungsbehörden. Also da muss man sich in der Schweiz tatsächlich mit zwei parallelen Regulierungswelten auseinandersetzen. Das ist also da anspruchsvoll, aber spannend. Okay, wenn ich jetzt den Titel jetzt von unserem Panel nehme und jetzt einfach mal die Behauptung aufstelle, ihr bei True Wealth, ihr macht ja Vermögensverwaltung, aber das ist nichts anderes als ein ETF-Sparplan. Ja. Wie argumentierst du da? Ja, das ist ja nichts Schlechtes. Habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, statt dass ihr es Vermögensverwaltung nennt, nennt es doch ETF-Sparplan als Beispiel. Ja, es gibt schon einen Unterschied. Also wir haben jetzt 16.000 Kunden und die haben alle mit unserem diskretionären Vermögensverwaltungsvertrag. Und das hat ja auch eine regulatorische Bedeutung. Und die Bedeutung ist, dass wir diese fiduciary duty, du hast es vorher gesagt, diese treuhänderische Pflicht haben. Ja, das beginnt bei der Risikoprofilierung. Wir müssen zusammen mit dem Kunden, mit der Kundin die Risikotoleranz bestimmen. Und wenn wir da Fehler machen, dann passiert nachher, vielleicht auch erst Jahre später, das Falsche. Was passiert? Ja, die Börsen gehen runter und
der Investor, die Investoren bekommen kalte Füße und schraubt an der Strategie. Und dann nützt der beste ETF-Sparplan dann auch nichts. Und das liegt dann auch nicht an den Produkten. Also wenn man irgendwie halt, man muss sich am Anfang muss man sich überlegen, was ist die Strategie, und dann sollte man zu der Strategie halten können. Nichtsdestotrotz, wir erlauben unseren Kunden und Kunden, die Strategie jederzeit anzupassen, einfach weil wir sie da in den Driving Seat reinsetzen wollen, also sie können die Strategie customizen. Aber wir haben eine Verantwortung, dass das im Sinne letztendlich der Investoren auch geschieht. Also von dem her, ein Execution-only ETF-Sparplan ist etwas anders als eine diskretionäre Vermögensverwaltung. Bei der diskretionären Vermögensverwaltung sind wir auch mitverantwortlich, dass alles im Interesse der Kundin, des Kunden geschieht. Aber grundsätzlich der Weg, noch einen ETF-Sparplan aufzusetzen, ist nicht mehr weit oder wäre nicht mehr weit, oder? Ja, technisch haben wir das, und das hatten wir schon in der ersten Stunde. Also wir hatten das einfach nie so kommuniziert. Vielleicht hätten wir das tun sollen. Mhm. Was will ich sagen? Also wir hatten schon am Anfang hatten wir Kunden, die wollten uns ausprobieren. Ich glaube, sie dachten, das funktioniert bei uns nicht. Was haben die gemacht? Die haben einen Dauerauftrag bei ihrer Bank gemacht für jeden Tag. Und dann ist einfach jeden Tag ein bisschen Geld in das Portfolio zu uns geflossen. Hat uns aber nicht gestört, weil wir haben einfach den Prozess von Anfang an komplett digitalisiert, und unser Algorithmus hat dann einfach geschaut, okay, jetzt ist wieder 100 Franken da für den nächsten ETF, für ein Stück, entsprechend der Strategie. Das nutzen auch viele. Jetzt vielleicht in anderen Ländern, in Deutschland ist es einfach ein Thema per se, ETF sparen oder Sparplan. Und das ist sicher etwas, was man auch vor allem im Retail-Bereich auch noch mehr als Kommunikationsinstrument nutzen kann. Ja, weil eben, wir haben es ja vorhin gehört, eben Millennials, die da mehr und mehr jetzt als Markt aufkommen, ist mal so zu formulieren. Und dann kommen gleich auch die Finfluencer etc., kommt alles ins Spiel. Und auch hier in der Schweiz, und da wird ja immer wieder gefordert, eben so das Beispiel jetzt aus Deutschland zu übernehmen. Und jetzt hier meine Frage mal an euch beide. Ist der ETF-Sparplan, wenn der jetzt kommen würde, analog dem deutschen Vorbild oder Bild, ist dann das der Game Changer? Oder ist es dann doch eher kommissionsfreier Handel, Fractional Trading, wie auch immer? Also wie seht ihr das? Vielleicht du, Raman. Also wir schauen das ein bisschen größer an, weil jeder spricht vom ETF-Sparplan, und dort gibt es technische Hürden in der Schweiz. Fractional Trading scheint etwas zu sein, wo der Schweizer Markt in der Bankenwelt noch nicht ganz angekommen ist, wenn man von der Breite spricht. Dann haben wir einen Stempelnachteil. Bei einem Indexfonds hat man den nicht, wenn man eine Schweizer Emission hat, die wir nicht haben, aber ich kann auch gerne für Mitbewerber sprechen. Oder? Also von dem her, man kann passive Lösungen anbieten. Dort, glaube ich, ist halt einfach auch noch die Marktdominanz der Banken immer noch im Spiel. Also die Angebote, die man momentan im Markt hat, sind immer noch relativ teuer. Man merkt jetzt aber langsam, das öffnet sich. Es kommen da Mitbewerber rein auf der digitalen Seite, und die Frage, was darf ein Anlageprodukt kosten, die wird immer lauter. Und ich glaube, dann kommen wir auch zum Punkt, wie viel muss ich investieren? Felix hat es erwähnt, 100 Franken müssen zuerst angespart werden, dann wird investiert. Und das Kleinstsparen, das muss auch kommen, weil die Jugendlichen oder die Millennials müssen eine Möglichkeit haben, zuerst zu testen, und dann kommen dann die nächsten größeren Beträge. Weil irgendwann wird der Generationenwechsel kommen, und jetzt kann man eigentlich die Jugend trainieren, wie man spart, oder nicht nur spart, weil ich würde sagen, die Schweiz sind gute Sparer, schlechte Anleger. Und das kann man jetzt mit Coaching eigentlich so übernehmen. Und darum sehe ich da schon ziemlich viel Potenzial. Und es muss nicht zwingend der ETF-Sparplan sein, wäre elegant, wenn man den hätte. Aber ich glaube, wir können uns nicht hinter dem verstecken. Wie sieht das bei euch aus? Ich würde sicherlich vieles im Echo wiederholen, aber dort, wo ich vielleicht noch ergänzen was dazu sagen kann, ist auch wieder hier, um das Ganze in Zahlen etwas greifbarer machen zu können. Stand heute erwarten wir, dass etwa 250 Milliarden in ganz Europa in ETFs investiert ist durch digitale Kanäle. Der Wachstumsfaktor über die nächsten paar Jahre ist sicherlich eine Verdoppelung auf 500 Milliarden. Und wenn wir aber dann unterliegend schauen, wie viele Sparpläne sind denn heute schon da, dann schätzen wir, dass es heute rund 6,5 Millionen sind. Davon kommen 90 bis 95% aus Deutschland.
Und ich glaube, hier der springende Punkt unter anderem, also Steuern wurden angesprochen, aber ich glaube wirklich dieser Faktor Fractional Shares ist eigentlich wirklich insofern der Game Changer für Deutschland gewesen. Und Ramon hat es bereits angedeutet, oder? In der Schweiz haben wir eine Bankeninfrastruktur, die sehr dominant ist. In Deutschland ist die Fintech-Startup-Szene enorm innovativ. Und wenn man sich vorstellt, vor ein paar Jahren, wahrscheinlich, oder erkennst du dich ja auch, Felix, in gewissen Aspekten, da wurde eigentlich mit deinem weißen Blatt angefangen und eigentlich die IT-Architektur dahinter komplett neu aufgestellt. Und da stand schon eigentlich Fractional Shares im Vordergrund. Es gibt jetzt verschiedene Häuser, die das unterschiedlich handhaben, sei es eine Doppelbuchhaltung oder wirklich die Prozesse mit dem ganzen Depot- und Clearing-Bankensystem dahinter automatisiert. Darum ist es eben auch möglich, dass man ab 25 Euro, Dollar, Franken, was auch immer, bereits investieren kann. Aber ich glaube, der springende Punkt ist auch hier, speziell auf die Schweiz bezogen, wenn man sich betrachtet, oder vor 20, 25 Jahren haben eigentlich mehr oder weniger alle Banken, gängigen Banken im Markt, eine Multi-Asset-Klassen-Strategiefonds aufgegleist. Es ist eine Portfoliolösung. Und darum, darauf fokussieren wir uns. Vanguard macht Model-Portfolios, wir schauen das auch an. Und Felix setzt es dementsprechend um, indem er halt einen Best-in-Class-Product-Approach mit sich nimmt. Insofern ist hier schon zu differenzieren, wenn jemand jetzt einfach einen ETF-Sparplan macht und den MSCI World sukzessive kauft, ist das sicherlich ein erstes gutes Herantasten, insbesondere für die Millennials und die Gen Z. Aber ich glaube, über Zeit ist das Portfolio nicht zwangsläufig so gut ausbalanciert, dass es mehr oder weniger allwetterfähig ist. Das heißt, da kommen die Lösungen wie True Wealth ins Spiel. Wir können da insofern Partner damit unterstützen, indem wir unsere Asset Allocation Proposition mit ins Spiel bringen. Und ich glaube, ganz obendrauf ist auch die Wahrnehmung des Endkunden, des Endinvestoren, die Offenheit, dass das Investieren vielleicht zukünftig sogar ein Lifestyle-Thema wird und dass man wesentlich offener darüber spricht. Mhm. Was in der Schweiz ganz klar, über Geld sprechen wir nicht so wie anderswo. Also das heißt, wir haben jetzt verschiedenste Stichworte gehört, wie Hürde, wie Wille, wie Education. Ja, du machst schon so, also ihr deckt das ab, oder? Ihr seid bereit? Ja, definitiv. Vielleicht noch ein Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland. Mhm. Bezüglich jetzt ETF-Sparplan. Es könnte sein, dass vielleicht, was in Deutschland der Begriff ETF-Sparplan ist, ist in der Schweiz einfach Säule 3. Wieso? Weil die Regulatoren oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Säule 3-Jahr-Sparen sind in der Schweiz schon sehr gut. Also jetzt als einfach mit der Steuer, mit dem Steueraufschub, mit dem Steuervorteil. Und das Bondo in Deutschland, die Riester-Pläne, soviel ich weiß, ist das nicht so populär wie jetzt in der Schweiz oder in den USA. Die Amerikaner kennen etwas Ähnliches und das ist auch super populär in den USA und in der Schweiz. Wieso ist das wichtig? Weil mit Säule 3 Jahr, wir haben ein Angebot, es gibt andere sehr gute Angebote, wo man eigentlich schon sehr gut auch mit kleinen Beträgen einfach Tag für Tag sparen kann. Und auch das Problem mit den Fractionals ist im Säule 3 Jahr aus, aus regulatorischen Gründen ist das schon gelöst. Also wir können im Säule 3 Jahr können wir Fraktionen anbieten, weil eben zwischen dem Investor und uns als Asset Manager muss immer eine Stiftung stehen und die Stiftung bündelt das dann. Und dann ist eigentlich das Problem der Fraktionen. Also auch wenn wir Bausteine benutzen, die keine Fraktionen zulassen, stört das überhaupt nicht. Mhm. Eben, Zeit rennt wieder grauenhaft. Ich sehe jetzt gerade eben, eine Frage ist noch reingekommen über Slido. Vielleicht auch Sie, liebes Publikum, heben Sie Ihre Hand, wenn Sie eine Frage haben. Jetzt gleich mal hier, ja, die Durchdringungsrate. Wir haben es mal kurz angerissen. Eben, wir haben auch noch Stichworte wie Hürde und Wille. Aber aus eurer Erfahrung jetzt, von euch dreien, warum sind wir so tief? Ganz kurz. Was denkt ihr? Woran liegt es? Also muss die Zahl vorsichtig anschauen, weil wenn man den passiven Anteil anschaut, ist die Schweiz Vorreiter in Europa mit rund etwa 30%. Also passives Anlegen ist uns bekannt. Wir nutzen einfach öfters Indexfonds anstatt ETF.
Und dann eben die Steuern und die Fractional Trading sind für mich sicherlich die Haupthürden, die momentan eher zugunsten von Indexfonds gehen. Und in der Reihe A sind also oftmals, wenn man die alle Mitbewerber anschaut, werden oftmals immer noch Indexfonds genutzt. Ich habe keine View und wir haben auch als Firma nicht eine View. Wir sind agnostisch vom Transportmittel, weil eigentlich beides genau gleich gut sein kann. Und darum würde ich die Summe der beiden Einheiten zusammenzählen. Teilst du die Einschätzung? Absolut. Ich würde hier vielleicht noch anmerken, dass man auch wieder, ich habe es erwähnt, viele Banken bieten eine eigene Fondspalette an, die in mehrere Anlageklassen investiert. Und was dort natürlich nicht zwangsläufig auf den ersten Blick sichtbar ist, ist, dass natürlich dort auch ETFs eingesetzt werden, wie auch Indexfonds. Und wenn man das Ganze dann herausbricht und ins Detail geht, dann kommen wir eben sicherlich dieser 30%-Zahl sehr nahe, die möglicherweise sogar noch etwas höher liegt. Ihr seid ja bei 100%. Was ihr sucht, die sind einfach neue Kunden. Das Potenzial ist ja da. Aber wo siehst du eigentlich die Hauptgründe, wenn es einen gibt? Ja, vielleicht schon, weil vielleicht hat es etwas mit dem Digitalen zu tun. Also du hast vorhin etwas gesagt, Ramon, du hast gesagt, bei euch, ihr seht, wenn ich es richtig, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, du hast gesagt, 10% der Flows kommen digital, aber bei den ETFs sind es 25%. Nicht ganz. Also 10% unseres gesamten Volumen, das wir in Europa verwalten, mit Banken, Vermögensverwaltung, digitalen Kanälen, wird über digitale Kanäle vertrieben, sowohl über, sag mal, unabhängige Firmen wie euch, aber eben dann auch über größere globale, nationale und regionale Institute, die halt eine digitale Proposition aufgebaut haben. Aber 25% der Neuzuflüsse kommen aus dem digitalen Bereich. Ah, nicht nur bei ETFs? Nur auf ETFs isoliert. Also wir konkrete Zahlen, ich kann Zahlen nennen, 100 Milliarden haben wir heute an Assets im digitalen Bereich und jetzt sukzessive Year-to-Date haben wir rund 5 Milliarden Nettozuflüsse in ETFs, die uns über digitale Kanäle zugeflossen sind fürs erste Quartal. Das ist in Europa betrachtet größer als jeder Mitbewerber insgesamt. Aber doch das Digitale weiter ausbauen. Wenn ja, ich glaube, richtig verstanden habe. Ich vermute, dass das hilft. Mhm. Aus dem Publikum sind da gerade spontan Fragen, Anregungen. Wo geht die Reise hin? Ich meine, was wird in den nächsten 15 Jahren noch auf uns zukommen? Wie sehen Sie die Lage? Danke. Ich hoffe. Passiv ist ja in Amerika etwas sehr Bekanntes. Wird das in Europa auch und in anderen vielleicht Entwicklungsländern wird das auch noch zuschlagen. Ich bin noch froh um diese Ergänzung. Ich wollte gleich schon nachfragen, ob Sie wirklich nur den ETF-Markt meinen oder die Gesamtreise. Aber wo gehen wir noch hin? Also sehen wir, dass ETF quasi auch die Einzeltitel ablösen wird. Wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf den Retail-Bereich. Institutionell ist dann eine andere Geschichte. Aber so im Retail-Bereich, dass quasi die Einzeltitel gar nicht mehr relevant sind. Ich formuliere es mal so. Sehen wir das? Ich würde da eher auf der Seite von Felix sein. Digital wird es vorantreiben. Was dann investiert wird, wahrscheinlich wird schon ein relativ großer Anteil, wird mit einfachen Baublöcken repliziert. Aber in der Schweiz, wenn man die Portfolios schaut, Nestlé, Roche, Novartis wird trotzdem noch relativ oft gekauft. Macht es immer Sinn? Das ist eine andere Diskussion. Aber ich glaube, die digitale Transparenz wird sicherlich den Kostenpunkt in den Markt bringen. Leute beginnen jetzt langsam zu verstehen, was kostet Anlegen. Es hat sich noch nicht in der Breite etabliert. Und ich glaube, das wird dann schon noch eine Welle auch ins Banking reinbringen. Und da wird dann einfacher und transparenter angelegt in Zukunft. Ich glaube, das ist die digitale Lösung wird der Haupttreiber da sein. Du nickst, Felix, natürlich oder logischerweise. Aber wo geht eurer Meinung nach die Reise hin? Es sind verschiedene Aspekte, aber ich unterschreibe das. Was auch noch ein Aspekt ist, wenn man investiert, braucht man einen langen Anlagehorizont. Von dem her sind eigentlich die besten Investoren, sind eigentlich die, die jetzt neu geboren werden. Und bis jetzt war bei uns das Mindestalter 18 Jahre. Aber
dass man da eigentlich das auch zugänglich macht für alle zwischen 0 und 18 Jahren, ist sicher auch ein spannendes Thema, das so oder so kommen wird. Oder ihr bietet den ETF-Sparplan an, oder? Und dann habt ihr ja, wir haben ja gesehen, habt ihr ja alle die Götti, Enkel, wie auch immer, Kinder. Ja, voilà, das haben wir ja schon, genau. Und dann sind wir sehr nah eigentlich an unserem Panel dran. Also von dem her, ich glaube, das war jetzt, also heute Nachmittag erwarte ich, dass du da ein Meeting einberufst und dass ihr da noch alles aufsetzt für die ETF-Plane. Bei euch, Marc, wo geht die Reise hin? Grundsätzlich sehen wir einfach nur schon von der Marktlage hier einen Paradigmenwechsel. Also das Ende der Great Moderation, das heißt, wo die Inflation und das Wachstum weltweit sehr stabil gewesen ist. Ich glaube, diese Zeit hat sich eigentlich mit dem Einleiten der Corona-Krise, ist eigentlich diese Phase, die in den 80er Jahren angefangen hat, die ist jetzt ausgeklungen. Das sehen wir jetzt auch in der Marktsituation, wie die Zinsen jetzt eigentlich hyperschnell angezogen haben. Das letzte Mal hat man das auch in den 80er gesehen und in den 70ern. Insofern öffne ich hier mal ganz bewusst die Türe, einerseits aktives Investieren, und damit meine ich nicht per se aktive Fonds, sondern eben auch für Felix und sein Team, wie andere, die eine ganzheitliche Portfolio-View haben, spielt hier sicherlich auch regelmäßige Portfolio-Reviews eine sehr wichtige Rolle, weil auch die Inflationsniveaus, die wir jetzt sehen, und die Zinsniveaus, das ist für viele Neuland. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Industrie und ich habe diese Zinsniveaus teilweise so noch nicht erlebt. Das ist mal das eine. Der andere Aspekt, und da öffne ich dann auch die Türe für zwei Sachen, wo ich jetzt mal sehr kreativ bin. Aber nur kurz. Nur kurz. Wirklich nur kurz. Artificial Intelligence. Da wissen wir nicht, was noch kommen kann und wird. Das ist sicherlich mal das eine. Und das andere ist, wie sich global die ganze Geschichte rund ums Thema Klima weiter verändern wird. Und das letztendlich auf die Finanzwelt übergreift. Okay. Nur ganz kurz schnell noch ins Publikum. André Buck hält mir da schon immer Zettel hoch. Ist gerade noch jetzt eine wirklich brennende Frage? Wirklich? Nicht? Okay, gut. Tut mir leid, dass ich da so kurz angebunden bin, aber ansonsten habe ich da keinen guten Nachmittag mit André Buck. Also, so meine Erkenntnis jetzt aus dem Ganzen, wir kommen jetzt zum Abschluss, ist auch eine Semantik ein bisschen drin, wenn wir von ETF-Sparplänen reden. Also ihr seid da wirklich auch ganz nah dran, also mit Robo-Advisory. Eben wir haben Stichworte wie Hürde, Wille, dass da alles einspringt in das ganze Thema. Aber dass es unter dem Strich enorm wichtig ist, eben die ganze digitale Entwicklung wegen dem Publikum, was jetzt neu als Anlegerschaft quasi aufs Tapet oder aufs Parkett dann kommt. Jetzt zu meiner Abschlussfrage. Was ist euer Wunsch jetzt noch für das, nicht längerfristig, für das 2023? Ramon, jetzt musst du mal ein bisschen kürzer denken. Bleibt investiert. Bleibt investiert, sehr gut. Marc, von dir? Dass sich die ganze Weltsituation, insbesondere punkto Rezession, möglichst bald mal klärt. Da gab es ja auch gestern ganz spannende Zahlen von Umfragen in den USA, aber eben das sind alles andere Baustelle. Und von dir? Ich glaube, wir wären alle froh, wenn gewisse Unsicherheiten verschwinden würden, insbesondere der Krieg in Europa, wenn der weg wäre. Aber sonst wünsche ich allen einfach, dass sie Mut fassen und die Anlagequote erhöhen. Ich glaube, das wäre für alle gut. Und auch wir als Industrie, ich meine, wir haben hier etwas zu bieten. Wir haben sehr gute Produkte zu bieten, wir alle. Und alle profitieren davon, wenn das Geld nicht auf dem Bankkonto liegt. So, vielen Dank für diese Abschlussvoten, für die Teilnahme an diesem Panel. Dir, Felix, dir, Marc. Und auch dir, Ramon, war super spannend. Auch Ihnen, verehrtes Publikum, super spannend. Und ich kann mich da wirklich nur diesen Worten anschließen. Also bleibt investiert, bleibt aktiv. Ich glaube, es lohnt sich. Und vor allem schaut euch mal wirklich die einzelnen Angebote der Dienstleister an. Und in dem Sinn vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.